zahlt die Rentenversicherung oder zahlt sie nicht, habe ich Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn ich nicht verheiratet bin, aber trotzdem seit 33 Jahren mit meinem Partner zusammenlebe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine hochinteressante Anfrage reinbekommen. Da ist jemand, oder das hat uns jemand geschrieben per Mail, klar, und er teilt uns mit, er ist seit 33 Jahren mit einer Frau glücklich zusammen, teilt mit ihr Tisch, Bett, Haus und Hof, aber auch alles Mögliche, Leid und Elend, hat sogar ein gemeinsames Konto mit ihr. Dummerweise ist er nur nicht verheiratet. Ja, ich sage das deshalb. Also er hat das so nicht geschrieben, aber ich sage das gleich mal so zum Einstieg. Also er ist nicht verheiratet und er fragt jetzt an, ob er sich in das sogenannte Lebenspartnerschafts- oder in das Partnerschaftsregister eintragen lassen kann mit seiner Frau, damit er dann wie verheiratet gilt, damit dann die Frau, wenn er stirbt, einen Anspruch auf eine gesetzliche Witwenrente hat aus seiner Versicherung. Ja, meine Damen und Herren, das wird leider so nicht funktionieren. Das Ehe- oder das Partnerschaftsregister oder dieses Register für Lebenspartnerschaften gilt nur für gleichgeschlechtliche Menschen. Das heißt also, diejenigen, die mit Mann und Mann oder Frau und Frau zusammenleben, die können sich dort in dem Register eintragen lassen. Dann haben sie praktisch die gleiche Wirkung wie eine Ehe oder die Herrschaften heiraten halt eben. Aber Mann und Frau müssen in Deutschland, so ist es leider, immer noch heiraten, um Anspruch auf eine Witwenrente überhaupt haben zu können. Ja, also diese Ehe muss laut dem Willen des Gesetzes wenigstens ein Jahr Bestand haben. Also damit man dann überhaupt einen Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente bekommen kann. Es gibt sicherlich Ausnahmen, die kennen wir auch, dass bei kürzerer Ehedauer, also weniger als ein Jahr, dann auch Rentenansprüche da sind. Aber das ist eher die Ausnahme. Aber hier ging es jetzt erstmal nicht darum, sondern ging es erstmal um die generelle Frage, habe ich Anspruch oder hat meine Lebenspartnerin Anspruch auf eine Witwenrente, wenn ich sterbe, wenn wir beide nicht verheiratet sind. Die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Sie müssen in Deutschland verheiratet sein, auch wenn Sie gemeinsame Kinder haben und was auch immer dort in dem Bereich oder ein gemeinsames Haus haben, als Eigentümer gemeinsam eingetragen sind und, und. Also quasi im Grunde eine eheähnliche Lebensgemeinschaft ausüben. Es ist keine Ehe, denn in Deutschland muss man eine Ehe haben, nachweisen, um Anspruch auf eine entsprechende Hinterbliebenenrente, Witwen- oder Witwerrente haben zu können. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer alles, alles Gute. Das wird wohl nichts werden mit der Witwenrente. Zahlt die Rentenversicherung oder zahlt sie nicht? Ich würde sagen, sie würde in dem Fall dann nicht zahlen. Ich kann unserem Kunden oder unserer Anfragenden nur empfehlen, wenn er seine Frau absichern möchte, dann sollte er sie bitte heiraten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.